9. Mai 2018 21.39 Uhr DFB-Präsident Reinhard Grindel war beim russischen Pokalfinale in Wolgograd anwesend. FK Tosno hat unter den Augen von DFB-Präsident Reinhard Grindel den russischen Pokal gewonnen. Der Klub aus der Nähe von St. Petersburg besiegte FK Avangard Kursk mit 2:1, 1:1, Rezwan Hirso erzielte 10 Minuten vor Schluss das entscheidende Tor für Tosno. Zuvor hatte Igor Kirayev 16. den Führungstreffer von Alexei Skvortchov 10. zwischenzeitlich für Kursk ausgeglichen. Grindel ist derzeit im Rahmen der deutsch-russischen Fußballwoche im Land des WM-Gastgebers unterwegs. Mit dabei ist auch Deutschlands U18-Nationalmannschaft. Die Nachwuchsfußballer besuchten unter anderem einen kriegsgefallenen Friedhof und gedachten der Opfer des Zweiten Weltkrieges.